Hallo und herzlich willkommen zu der ersten Kommentiershow. Wie versprochen, werde ich eure Fragen beantworten. Prinzipiell lasst in der Stadt oder im Dorf, so wo Autos oder viele Leute sind, nicht von allein. Dann er ist sehr scheu und alles könnte ihn erschrecken und ja, dann könnte er weglaufen. Er wird zwar immer wieder nach Hause kommen, aber das Risiko ist mir einfach zu groß. Am besten ist eh, ihr nehmt euren Hund an die Leine, dann kann auch nichts schief gehen. Ja, also Aslan habe ich aus Holland. Damals bin ich fast 6 Stunden gefahren, fast hoch zur holländischen Küste. Und ja, sein Züchter, der heißt Van Himrod, also der Zwinger. Und die Mama ist Cindy Van Himrod und der Papa ist Exor von der Wolfsmensch. Und ja, sein Papa ist einer von meinen Lieblingsrüden, der ist so schön. Und ja, ich glaube, da hat Aslan ein bisschen was abbekommen. Ja, das werde ich jetzt auch in nächster Zeit mehr machen. Ich weiß, in letzter Zeit war es ein bisschen ruhig um Abenteuer Wolfshund, aber ich werde jetzt wieder regelmäßig und aktiv Videos online setzen rund ums Thema Wolfshund und ich hoffe, dass ich damit eure Fragen und ja, einen kleinen Einblick in das Leben mit einem Wolfshund geben kann. Ja, ich glaube, dieses Video beantwortet diese Frage. Und zwar warf ich Aslan. Aus einem Grund, weil ich habe, als er klein war, alles versucht. Ich habe ihm Trockenfutter gegeben, er hatte Durchfall. Ich habe ihm Dosenfutter gegeben, er hatte Durchfall. Ich habe ihm Sonasfutter gegeben, er hatte Durchfall. Egal, was ich ihm gekauft habe, egal welche Marke, es war ganz egal, er hatte immer Durchfall. Also habe ich dann angefangen zu barfen und ab dann ging es besser. Ach, da ist er ja wieder. Hallo Aslan. Die hat sich immer selbst im Fernsehen sieht, das ist witzig. Aslan! Irgendwann reißt er den Fernseher um. Aslan, das bist du. Komm her. Komm her. Aslan, komm her. Ja, ist schon ein bisschen lustig. Nee, auf jeden Fall, Babchen, dazu kann man Futter... Ich weiß nicht, was er gleich tut, aber mir kommt es vor, als würde er gleich da... Nee, er hat sich beruhigt. ja, die schauen auch Fernsehen, das ist lustig. Nee, auf jeden Fall kann man das Futter zum Beispiel bei Lobo Pro bestellen. Da kriegt man halt ziemlich viele Sorten. Ich verfüttere auch Küken, ja, aber damit unterstütze ich nicht die Tötung der Küken, denn das sind männliche Küken und die werden eh getötet. Und man die jetzt kauft oder nicht, die werden alle aussortiert. Sind zum Tode verurteilt, wenn sie auf die Welt kommen. Also ganz klar, ich barf. Aber es gibt auch Leute, die geben den normalen Trockenfutter aus dem Aldi oder so, das ist ganz egal. Da kann es von Wild Cane bis zu Aldi gehen. Kommt halt auf den Hund. In meiner Fairtricks leider nicht, deshalb barf ich. Aber ja, da muss man selbst schauen, wie es nachher ist. Wie die Haltung von einem Wolfshund aussieht. Das Leben mit einem Wolfshund. Das sind sehr gute Fragen. Und zwar sieht das Leben mit einem Wolfshund nicht so kompliziert aus, wie man sich das auf den ersten Blick so vorstellt. Also wenn man nach der Erziehung, nach einem Jahr, nach ein, zwei Jahren, dann hat man einen richtig tollen Hund. Natürlich ist es immer ein kleines Abenteuer. Die sind immer ein bisschen mehr aktiv und ein bisschen von allem mehr intensiv wie normale Hunde. Und ich sage ganz klar, das werden nie normale Hunde. Denn ganz normale Hunde, wie sich jeder Mensch so vorstellt, sind sie halt nicht. Das sind liebe Hunde, tolle Hunde, aber es sind trotzdem Hunde, wo man Erfahrung braucht, wo man viel Zeit und viel Arbeit reinstecken muss. Sport, ja, Sport, das ist ein Top-Thema. Sport kann man mit denen wirklich viel treiben. Also man kann zum Beispiel mit denen laufen, man kann mit denen wandern, man kann mit denen Fahrrad fahren. Man könnte Dockscooter mit ihnen fahren oder Schlittenhundesport mit ihnen treiben. Also da haben sie wirklich sehr viele Fähigkeiten. Natürlich werden diese Hunde auch nicht sehr schnell müde. Das heißt, man kann da wirklich schon
viel Sport mit denen treiben. Also für Leute, die viel Sport treiben, der Art da, da sind sie richtig perfekt. Ja, die Haltung. Vor allem in meiner Wohnung. Die Frage ist sehr, sehr gut. Die Haltung in einer Wohnung ist möglich. Ich kenne Leute, die machen das. Die haben auch gar keine Probleme damit. Natürlich ist das mit, ich denke mal, mit mehr Arbeit verbunden. Ich denke, man muss mehr mit den Hunden machen und mehr beschäftigen. Wenn man halt einen Garten hat und die bis im Garten turnen können, ist das sehr praktisch. Ich selbst hatte in den ersten Monaten in einer Wohnung gewohnt mit Asan und es war stressig. Nachher sind wir in ein Haus gezogen, da war für mich alles besser geworden. Der Unterschied zwischen Weibchen und Männchen. Also ich denke mal, ein Rüde ist vielleicht ein bisschen einfacher. Ich denke mal, Weibchen ist ein bisschen mehr zickig. Nein, Spaß beiseite. Also ich persönlich habe noch kein Weibchen, ich habe nur Assam, der ist ein Rüde. Ja, die nächste Frage, wie kann man das mit dem Job verbinden? Das ist eine sehr schwierige Frage, denn das Problem ist, diese Hunde sind sehr unterschiedlich. Zum Beispiel mit Aslan habe ich sehr viel Glück. Er kann alleine bleiben. Ich kann da 8 Stunden zur Arbeit gehen und er hat gar kein Problem damit. Aber das ist nicht immer so. Ich kenne viele, die haben echt Probleme damit, dass sie die Hunde nicht alleine lassen können. Das heißt, am besten man hat echt einen zweiten Hund. Am allerbesten natürlich einen zweiten Wolfshund, aber ja, ein zweiter Hund wäre schon nicht schlecht. Alleine lassen, dann muss man immer damit rechnen, dass er vielleicht seine 5 Minuten kriegt und irgendwas umreißt, kaputt beißt oder irgendwelche Kühlschränke öffnet. Das kann natürlich passieren. Ich habe, wie gesagt, verdammt viel Glück. Aslan tut sowas nicht, aber das ist nicht immer so, ne? Das kann auch ganz anders sein. Denn viele von dieser Rasse kann man halt nicht allein lassen. Da haben sie echt ein Problem damit. Und das muss man halt bedenken, bevor man sich so einen Hund nimmt, dass die vielleicht gar nicht allein sein können. Das ist sehr wichtig.